Der süße Brei. Ja? Brei kann man essen. Ja? Brei ist Porridge. Porridge ist wie like a pudding made from oats. It's sweet. Ja? Süße ist der süße Brei. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da gab es ein kleines Mädchen. Ja? Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Und das Mädchen lebte mit seiner Mutter. Ja? Mit der Mutter. Die Mutter ist größer. Ja. Ups, ein kleiner Kopf. Oh, die Mutter ist komisch. Die Mutter hat einen sehr kleinen Kopf. So, da ist die Mutter. Ja? Das Mädchen lebte mit seiner Mutter in einer Stadt. Eine Stadt wie Erlangen. Eine kleine Stadt. Erlangen ist eine große Stadt. Ja. Das Mädchen und die Mutter lebten in einer kleinen Stadt. Ja? Und das Mädchen und die Mutter hatten kein Geld. Sie waren sehr, sehr arm. Sie waren sehr arm und sie hatten großen Hunger. Ja. Denn sie hatten kein Essen. Sie hatten ganz wenig Essen, wie ein Bettler. Ja? Wie ein Bettler. Sie hatten wenig Essen, ein bisschen Essen, nicht viel. Und sie hatten großen Hunger. Eines Tages ging das Mädchen in den Wald. In den Wald. Wie die Bremer Stadtmusikanten gingen in den Wald. Ja? Das Mädchen ging in den Wald. Und im Wald war eine alte Frau. Eine alte Frau. Oh, sie ist sehr alt. Hier, sie hat einen Buckel. Hier ist die alte Frau. Was? So, sie hat ein Kopftuch. Da ist eine lange Nase. So. Oh, hier ist ein Stock. Eine sehr alte Frau. Wow. Ja, das ist meine alte. Großer Bauch. Ein großer Bauch, ja. Es ist eine sehr alte Frau. Sie geht so. Ja? Und die alte Frau hatte einen Topf. Sie hatte einen Topf. Der Topf war magisch. Nicht ein normaler Topf. Er war magisch. Magic. Er war magisch.
denn er kochte, kochte heiß, kochte. Oh, das ist so hot. Er kochte süßen Brei. Die Frau sagte zu dem kleinen Mädchen, ich gebe dir den magischen Topf. Sagst du, Topf, koche. Dann kocht der Topf süßen Brei. Sagst du, Stopp, Topf, stehe, dann hält der Topf an, dann stoppt der Topf. Das Mädchen war sehr glücklich. Sie nahm den Topf und ging aus dem Wald nach Hause. Hier ist ihr Haus. Ja. Und sie sagte ihrer Mutter, ich habe einen magischen Topf. Und für Tage aßen die Mutter und die Tochter süßen Brei und waren sehr glücklich. Aber eines Tages ging das Mädchen aus dem Haus. Sie ging weg. Die Mutter war im Haus. Oh je, die Mutter. Hallo. Die Mutter war im Haus. Sie ist glücklich. Die Mutter war im Haus. Mit dem Topf. Und die Mutter hatte Hunger. Also sagte die Mutter, Topf, stehe? Nein. Topf, koche. Und der Topf kochte süßen Brei. Die Mutter nahm den Brei und aß. Sie nahm den Brei und aß. Ihr Bauch war voll. Sie hatte keinen Hunger mehr. Aber, oh nein, die Mutter vergaß. Die Mutter vergaß, was sie sagen muss, damit der Topf nicht mehr kocht. Die Mutter dachte, Topf koche, der Topf geht an, Topf, ich weiß nicht. Und der Topf kochte und kochte und kochte und kochte und kochte und kochte und das Haus war voll Brei. Das Haus war vollem süßen Brei. Das Haus hatte ein Fenster. Und der Brei ging aus dem Fenster. Der Brei ging auf die Straße. Springt aus dem Fenster. Ja, die Frau springt aus dem Fenster. Denn das Haus ist voller Brei. Und die Straße ist voller Brei. Die ganze Straße. Und hier sind andere Häuser. Die Stadt ist voller Brei. Voller Brei.
nach Hause und sah süßen Brei überall und sagte, Topf, stehe! Und der Topf kochte an. Aber das Haus war voller süßen Brei. Die Straße war voller süßen Brei. Die Stadt war voller süßem Brei. Und wenn ein Mensch in die Stadt ging, musste er den Brei essen. Denn er konnte nicht in die Stadt ohne Brei zu essen. Oh, mein Gott.